Nett, nett. Ey, das ist doch lächerlich. Das ist doch voll scheiße, ist das doch. Ja, We need a compressor, 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 is what we need. Hey, hey. kann mir das jetzt jemand sagen hier bei dem Pascal, komm mal her. Ja, aber ich bin gerade voll woanders, aber ich komme zurück, warte. Dieser Low-Voltage-Transformator, in welche Richtung, wie rum muss man den aufbauen? Ich weiß nicht, ob das beim Solarpanel und beim Reaktor gleich ist. Ja, natürlich. Also welche Seite zeigt zu den Geräten? Die mit den drei Löchern, ne? Ich komm einfach mal zu dir. Ich weiß ja nicht, welches Texture Pack und so du hast. Hä, was hat denn das damit zu tun? Ja, wegen drei Löcher beim Svex sind keine drei Löcher. Warte, ich guck mal in deinem Keller. Wie Wir du haben das gemacht keine hast. Kohle mehr, ne? Nö. Aber in meinem Keller kann man das richtig schlecht Wir erkennen. brauchen Kohle. Also Ich hab warte, gerade eben du ein Stack von hast. mir bekommen. Da Weil ich hab sind bei die mir. Geräte. Ja, und die, das ist alles schon wieder weg. Das habe ich gerade in den Ofen getan und dann hat Max in die Luft gejagt. Ernst, Marc? Ja, was kann ich dafür, wenn da so Hochspannungen durchläuft? Also nicht gewusst, dass das Pascal, komm Ding mal in so deinen eigenen angeht. Keller. Ja, ich komme, ich bin aber sehr weit weg. Weil ich bin gerade auf Tierjagd. Ach, das ist eine Bedbox. Wofür braucht man nochmal die Bedbox? Ich habe die genommen, Energiespeicher. ja, erstmal zum Energiespeichern und für Low Voltage dann. Aber das hat dann nur den LV-Transformer. Und da zeigt die Ecke mit den drei Löchern Ja, weil wohin? das ist halt so, wenn aus einem MFE, wenn ich jetzt Energie in den MFE speichere, kommt trotzdem mehr Voltage raus. Also da kommt halt die MFE Voltage raus. Und deswegen muss ich erstmal wieder zur LV machen. Ja, ist mir klar. Und das machst du doch mit dem Low-Voltage-Transformer. Ja, genau. Und wie rum musst du den hinstellen? Man muss Also ich glaube, den. nee, warte, die Seite mit den drei Löchern ist da, wo der Starkstrom reinkommt, ne? Wie gesagt, mit den drei Löchern. Ich muss auf jeden Fall jetzt zurückkommen. Bei mir sind keine drei Löcher, das ist das Problem. Hast du das Standard-Texture Pack oder was hast du? Ja. So, ich habe nämlich das Svex. Warte, wenn ich das einmal anklicke. Ach, dann wechselt sich da die Seite. Nein! Hast du jetzt mal bei mir die Seiten geändert? Hä? Bei dir? Nein. Oh. Ich meine, ja, natürlich, klar. Ich wusste gar nicht, dass das geht, nachdem man die aufgebaut hat. Ja. Marc, wenn man einen Wrench hat, kann man mit einmal ganz kurz Rechtsklick die Output-Seiten da verändern, ne? Oh, gut. Meine Fresse, ey. Wird ja noch kompliziert langsam. Nee, es wird langsam verständlich und sinnvoll. Ach, bau mal Scheiben, Junge. Mach selber. Ich? Pö. Nö. Okay, ich mache jetzt noch mehr Glasfaserkabel, ja. Ich glaube, Alex möchte mit einer Rakete auf euch schießen. Ich glaube, Alex möchte auf die Schnauze kriegen, wieso? Sein Haus sieht einfach mal aus wie eine Rakete, die zu euch guckt, von Aha, oben. okay. Hallo? Marc, wir brauchen. Pascal, hast du Sand? Nee, aber ich Wir kann euch. formen, Junge. Also Ey, da hier. ist wieder so ein Licht gespawnt. Kannst ja mal rauskommen, Komm hier einfach mal rüber in zu den mir, komm mal. Zaun. Komm mal zu mir einfach. Komm mal hier Wieso kann rein. ich nicht fliegen? In den Keller. Ist ja jetzt eh alles kaputt hier. Ja, wenn ich euch was Falsches sage, warte. So, also guck mal, hier, also theoretisch kommt jetzt von hier soll der Generator hin, ne? Ja. Der Reaktor meine ich. Ein Kabel hier rein, der speichert das, gibt das raus mit 128. Hier ist der Ausgang, das weiß ich, das habe ich gelesen. Der eine Punkt ist der Ausgang. Und hier kommt der starke Strom rein und das sind die fünf Ausgänge, ne? Ja, und jetzt Also kannst guck mal, du das. wo bei mir diese drei Punkte sind, ist die Seite, die hier ist. Die hier, die Die Seite. hier? Ja. Wo du Die genau dran tote. stehst. Okay, gut. Ja. Genau, und das stimmt so, ja? Ja. Okay. Aber ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Auf jeden Fall habe ich in einem Video gesehen, da war ein Reaktor hier und dann war erstmal so ein richtig fettes Kabel hier dran. So ein richtig fettes, wirklich. Das war High-Voltage-Kabel. Und dann erstmal der MFE. Was meinst du mit High? Also, isoliert, hoch viel isoliert oder Ja, was? genau. Ja. Dieses richtig Aber das fette, musst du nicht bei große. Glasfaser, musst du das nicht. Ich weiß es nicht. Glasfaser kann man auch nicht isolieren. Ja, Ja, aber du kannst ja das dazwischen schalten, das ist damit die Spannung Oh. vom Reaktor zum Dings halt ordentlich läuft. Alter! Warte, ich setze den Glocken wieder dran.
Hast du eventuell Glas? Nee, aber hier, komm mal mit, ich zeig dir was. Mit dem Ding hier, mit dem Mining Drill, der geht zwar richtig schnell leer. Okay, warte mal, Sekunde bitte. Sekunde. Du siehst mich ja eh. Ja, ja, warte nur einen Moment. Ich will nur nicht, dass jetzt hier irgendwelche Viecher reinkommen, so. Weil jetzt kann da nichts mehr durchlaufen. Alex Haus sieht echt ein bisschen komisch aus. Hä, wo ist denn Alex Haus? Gegenüber von uns, immer noch. Ah, voll hässlich. Ey, jetzt fliegen hier echt überall diese Dinger rum, oh Mann. Ich finde die ja nicht mehr schlimm. Die sind eigentlich ganz schön und so. Hä, Pascal, wo bist du? Ja, aber die sind. Wenn ach, du dahin? Die angreifst, sind die aggro. Ja, und was ist jetzt? Ja, also hier mit dem Teil, was ich hab, da kannst du einfach mal so ganz schnell abfarmen. Also kannst du hier, warte, ich guck mal, wie viel da schon ist. Gib dir das Sand. Nee, du musst das noch in Glas machen. Wir können das ja nicht im Moment ohne Strom. Wir haben ja keine Kohle mehr und keinen Strom und kein gar nichts. Du kannst aber Holz als Kohle benutzen. Ja, wir haben auch fast kein Holz mehr. Ach komm, ich mach das eben. Das ist ja 1, 2, 3. So, 49, reicht das? Wie viel? 49. Ja klar, wir brauchen nur 1, 2, 3, 4, 4 oder 5 Scheiben. Also du kannst es direkt in Scheiben machen, wenn du willst auch. Was hast du hier gemacht? Ich? Ich hab da Holz hin, damit da keine Zombies reinlaufen. Wir haben keine Scheiben im Moment. Pascal, mach so, das doch. Das Loch verwirrt mich, aber das habe ich ja gemacht, hoppla. So, haben wir nicht noch? Alter, wir haben hier sogar noch. Hey, wo ist es denn? Ich sehe es in der Kiste angezeigt. Da. Da haben wir noch Holz. So. Ja, ist okay. Pascal, hast du einen Kompressor bei dir? Ja. Okay, dann warte mal, ich komme gleich vorbei. Das Holz brauche ich auch aber gar nicht hier verbessern. Ja, egal. Ich kann nicht auf die Kiste zugreifen. Hä? Für was war ich jetzt noch? Ach ja, für Glas hier. Hä? Was ist jetzt los? Mega leck. Hä? Jetzt bin ich mega wieder im Haus. Mega leck. Mann, das kommt davon, wenn so viele Leute spielen und der RAM nicht erhöht wird. Ja. Band das alle. Ist echt so. Ja, vor allem Alex. Wo ist denn dein Kompressor? Welcher ist denn das? Jo. Ne, hier, unten rechts. Hier. Ach, unten rechts. Der geht weg da. Aber der geht nicht schnell, wie gesagt. Ja, ist doch vollkommen egal. Wir brauchen... Glas im Inventar. Was ist... 8 mal 12. 90. Okay, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch 45. Was? Glas? Nee, Kupfer. So. Kann ich mir 45 Kupfer leihen? Ja. Oder was heißt leihen? Wir haben dir diese Shards gegeben. Ja. Du würdest es eh nicht zurückkriegen. Brauchst du die nochmal irgendwo hier ganz hinten irgendwo, ne? Ne, nicht hier. Da. In meiner Ohrkiste. Okay. Nochmal kurz bei mir Aufnahme, um zu zeigen. So, kurzer Zwischenstand. Und nochmal Aufnahmepause. Was? Nacht. Meine Fresse, ey. Unterbrochen hier. Agent noch drauf? Nee. Ja. Also, wie man sieht, wir haben ja Reaktor und alles gehabt und hier, dass die Blackbox, der Transformator, Blackbox, stand eben noch nicht hier und ich habe das Ding einfach mal angeschlossen und damit sind alle unsere Maschinen, die oben angeschlossen waren, in die Luft geflogen. Yay. Yay. Party hard. Kannst du bitte mal den MFE einstellen, dass er erstmal nichts rausgibt? Also irgendwie nothing oder? Wir haben kein MFE. Bist du dumm? Ihr habt ein MFE. Der steht aber nicht im Keller. Hä? Der steht... Wo ist unser Reaktor hin? Ich hab doch gesagt, dass der kaputt gegangen ist beim Abbauen, gedacht, obwohl wir den Wrench MFE benutzt haben. Abgebaut. Nein, das würde ja Dias kosten. Das wäre ja viel schlimmer. MFE empty, do not output energy. Okay. Genau, das ist... Also das ist dann erstmal... Dann testen wir das erstmal an einem unwichtigen sonst was Gerät, an einem einfachen Ofen oder so. Und nicht an allen unseren Dingern. Den Reaktor baust du aber wieder. Ja, ich bin doch gerade schon dabei, die ganzen Kupferplatten zu machen. Ja. Hab mir doch schon genug Kupfer hier geschnorrt. Und dann machen wir das gleich. Und hier die fliegen überall so komische Lichter rum, die mich auch irgendwann mal zwischendurch angegriffen haben. Ja, ist also doch irgendjemand ist. Ja, ich finde die auch ganz lustig hier. Das war ein Witz. Ich finde die lustig. Aber die sind halt nur aggro, wenn man sie angreift. Deshalb tue ich das lieber nicht. Ja. Also eins habe ich gekillt und da war eben. Was kam da raus? Wo habe ich es denn? Habe ich es hier hingepackt? So eine komische Wispy Essence, aber ich habe im Wiki gelesen, die ist nicht zu gebrauchen. Deshalb lasse ich die Viecher in Ruhe. Gut, Zwischenstand vorbei. Wir sehen uns dann, sobald es was Neues gibt. So.
Ja, auch bei mir ist jetzt gerade nicht so spannend. Ich warte jetzt hier, bis der Kompressor fertig gearbeitet hat. Bringst du ein bisschen Copper mit? Wir haben keins mehr. Ich benutze doch gerade alles, was wir haben. Was schreibt der? Hat einer von euch? Du? Ein paar? Zinn. Und ich nicht übrig. So. Ja, was machst denn du da unten? Nee, wir haben, glaube ich, keinen Zinn. Ja, ich leih mir Sachen. Ich habe absolut keinen... Ja, ich habe die Erlaubnis, kannst du die fragen. Ich habe absolut keinen Zinnstaub bei mir. Keine 48 im Inventar oder so. Pascal, kannst du gleich mal zu mir kommen? Ja. Warte, ich bin jetzt mal lieb. Ja, hab ich. Bin erstmal lieb. Meines Backpack, 0 von 15. Du hast echt kein Kupfer mehr in deinem Miners Backpack? Nee, ich habe alles Kupfer, was wir gehabt haben, habe ich jetzt gerade hier genommen, um diese Platten für den Reaktor wieder zu machen. Oh. Warum? Wofür brauchst du das? Ey, wir, Alex, für die Kabel. Ich habe noch viel. Pascal, kannst du zu mir kommen? Ja, warte, ich muss kurz zu Alex. Ich brauche 6 Kabel. Ey, ist Alex in meinem Haus? Ja. Guck mal, was der macht, Teuvo. Der steht neben mir und guckt mich an wie so ein Mongo. Bitte geh mal in eine Kiste. Nö, noch ist er an den ganzen Geräten und die sind alle leer, außer das, was ich gerade mache. Ich geh gar kurz. Ja. So viel Zeug hast du aber auch nicht in deinen Kisten, dass das wichtig ist, oder? Ja, in der einen Kiste halt. In einer Kiste habe ich was drin, und zwar in dieser hier, in der. Ach so, ja. Was sind da? Also okay, ja, das ist einiges. Vor allen Dingen, das meiste davon ist ja weiß. Alex, guckt hier in den Ofen rein, oder? Hör ich schon da rein. Oder? Nee, Alex, der ist. Ey, du stehst auf meiner Druckplatte, die geht leer. Die geht nicht leer, oder? Doch. Hat die Energie? Nee, die hat doch voll Energie. Ja, weil ich so viel produziere. Guck mal hier hinten. Ja, ja, ich hab Pascal, 3 kriegst du jetzt. Solarzeug schon gesehen, Pascal, 3 hast du jetzt zurückbekommen, den Rest kann ich dir nicht geben, kriegst du aber irgendwann bei Gelegenheit. Ja. Pascal, kannst du vorbeikommen? Ja, warte. Alter, der nutzt immer noch meine Geräte. Na, sag mal, geht's noch? Hä, in welchem Gerät ist der drin? Der ist nicht in den Geräten, der ist in dir. Okay, geh raus. Hä, wohin geht der? Crafte doch mal bei dir. Der baut Copper. Immer bei mir. Der baut Copper. Woher hat der die? Ich weiß es nicht, wo der die ganzen Copper-Nuggets. Wie viel hat denn der? Copper Nuggets? Ja. Hä, ist voll sinnlos, Copper Nuggets herzustellen. Ja, aber der kommt nach hier, um die hier wieder zusammenzubauen. Ja, aber Copper Nuggets kriegst du doch nur, indem du normales Copper kaputt machst. Ja, genau. Hat er bestimmt geklaut. Aber er hat eine ungerade Zahl, er kriegt nicht alles zusammen. Doch, hat er. Hä, woher hat der? Guck mal, der hat genau eine gerade Zahl. Junge, woher hat der die? Ja, das ist doch, wenn du... Warte, Copper Nuggets kannst du nur benutzen, um wieder normales Copper zu machen. Ja. Und er hat genau einen Stack gehabt. Copper Nuggets kriegst du entweder aus einem Copper Ingot, aus einem Copper Ingot. Ja, du kriegst das nur. Du kannst nur normalen Copper nehmen, den zerkleinern und die zerkleinerten Dinger wieder größer machen. Lol. Ja, ist die sind für nichts anderes zu gebrauchen. Als ob der die irgendwo geklaut hat. Naja. Das wäre ja eine ganz schön krasse Sache, wenn der Alex sowas machen würde, aber das traue ich ihm eigentlich nicht zu. Wenn er gesagt hat, von irgendwem töten. Nee, warte mal, guck mal, der sagt bestimmt auch gefunden. In der Kiste. War nur in der Kiste. Ja, kann man doch aus Copper machen. Ja, aber wieso machst du das? Darf ich deinen Ofen benutzen? Ja, und dann kommst du hier. Moment, Bronze. Moment, was wollte ich jetzt machen? Achso, ich wollte Refined Iron machen, klar. Alter, geht ja schnell, dieser Induction Furnace ist ja übelst geil. Ey, wir holen uns diesen Induction Furnace unbedingt. Ja. Okay. Hast du auch noch eine Workbench hier? Also Crafting Table, ja, meine ich? Hier hinten, hier. Ach, da. Project Table? Ja, hier rechts auch. Okay. Sekunde, dann kann ich kannst das jetzt... Kannst du nicht sagen, dass er sich keine eigene Workbench leisten kann? Ist der jetzt einfach abgehauen? Ne, der geht, warte mal, an den Ofen. Hä? Wo... Kann man das nicht sehen, was die Leute da machen, oder? Ja doch, kann man ja eigentlich, aber da ist nix. Der chillt am Ofen und macht gar nichts. Der hackt bestimmt gerade.
Ja. Ach ja, ich wollte nicht. Ja, aber erstmal muss Alex jetzt hier raus. Ach ey, die Sachen bleiben da, wenn ich die, wenn ich Escape drücke, cool. Ja. Project Table. Ja. Wollte eigentlich schauen, wie deine Maschinen hier heißen, damit ich dann separat aufbaue. Okay. Na dann. Glaubst du ihm nicht? Nö. Er war bestimmt heimlich hier, um was zu klauen. Ey, und wieso gibt's keine Sentry Camps? Hm? Erstmal über Pascals Feld laufen. Was mache ich denn jetzt hier die ganze Zeit für einen Mist? Geben, die einfach mal die ganze Zeit die gleiche Stelle überwachen. Moment, ich brauche jetzt noch einen erweiterten Stromkreis und dann hätten wir es schon wieder. Dann haben wir wieder unseren Reaktor. Endlich. Am besten programmierbares. Nur auf Alex geht. So, Reaktor. Ich habe jetzt immer noch keinen Kopf, ich brauche Kopf. Das haben wir, das haben wir. Wir brauchen die Advanced und dafür brauchen wir das. Und dafür brauche ich ein Refined Iron, 6 Kabel und ja. Moment, ein Refined Iron, das kriege ich jetzt auch noch hin. Zack. Alter, das arbeitet so schnell. Und baut der Keller. Was, in welchem warst du jetzt gerade dran? An dem, in dem, Induction. Marco, bist du? Hey, komm mal, guck mal da rein. Bin gerade auf dieser komischen, was da drin ist? Holzbrücke. Ja, du? Potato. Ah, okay. In der Höhle. Weil irgendwie konnte ich ja gerade bei dir nicht sehen. Ich habe ja nur einen einzigen reingemacht, zwar sofort fertig und hab's sofort rausgenommen. So. Das Ding ist. Ach nee, ich brauche jetzt gar keinen. Ich brauche jetzt keinen Ofen mehr. Boah, Marc, ich wette, irgendwann läuft's und dann explodiert's wieder. Ohne Witz. Ja, ich glaube, wir werden das nicht, wir werden da nicht viel Spaß mit haben. Nee, ja, wenn es jetzt nochmal kaputt geht, dann macht einfach Solar. Ja. So, erstmal hier Kohle farmen. Oh, Pascal, jetzt kommst du. Ich habe ja schon vorher gesagt, wir sollten auf Solar umsteigen, das geht so schnell kaputt. Aber nö, wir haben das angefangen, jetzt machen wir das auch. Ja, ist doch auch so. Nee, eben nicht. Geht nicht. Na, Keller, mich schneller zu? Nee, scheiße. Ich kann nicht springen. Wenn ich springe, dann fliege ich direkt nach oben. Ja, ich auch. Das vergesse ich aber immer wieder. Dann fliege ich erstmal so schön. Wupp. Ah, okay, ich bin schnell bei deinem Haus. Wuhu. Ja. Ja, okay, was ist? Ja, James ist nicht mehr da. Wo ist James? James hat ihn umgelegt, mal wieder. Ich hasse es, wenn. Ach, James, der Hund ist tot. Ja. Ich will den Strom hier da reinleiten. Hä, wie? Ja. Was? 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 Aber im Keller hat seinen Namen James genannt. Hier. Das funktioniert aber nicht. Ja, du machst ja auch falsch. Was hast du denn, eine Wrench? Boah, die Sachen gehen hier immer rein in den Rucksack. Komm. Ich komm gleich wieder, ich muss kurz was holen. Du hast so ein Gerät, das nennt sich Wrench. Ich hab einen, wenn du einen brauchst. Nee, ich hab eine elektrische, die kann nie kaputt gehen. Oh, aber ich hab eine elektrische, die kann nie kaputt gehen. Wichtig, Mama. Kannst du mich mal sonst wo hier, ja? Hö, ich bin so toll. Das hab ich doch gar nicht gesagt. Nein, aber du hast voll die geilen Sachen und du spielst viel kürzer als wir. Du weißt es nur nicht mehr, das hast du und du weißt es nicht mehr. Guck mal, du spielst viel kürzer als wir, hast schon voll die geilen Sachen. Wir lungern hier so mit unserem Bullshit rum. Bullshit. Ja, aber das ist halt... Hallo, ich bin stolz auf Bullshit. Ja? Auf was bist du stolz? Mein Bullshit. Auf 45 Kohle. Nee, aber hättet ihr direkt gekonnt, also wenn ihr direkt richtig gut wenn wir mit... Wenn wir mal schlau wären. Hey, was haben wir hier, ein Table? Ja, die brauchen wir nachher zum Zaubern. Aha. Jetzt denke ich so, ach nee, nicht noch einer, der zaubert, kommt noch mehr so Viecher. Ja, ist auch so. Okay. Ich produziere ganz viel von den Viechern, wahrscheinlich kommt dann irgendwann so ein Boss und killt uns alle. Ja, Junge, wie heißt das bei Terraria? Eye of Cthulhu, ne? Cthulhu. Okay, ich komme, Keller, ich bin wieder auf dem Weg, ne? Cthulhu. Ich sag dazu Cthulhu. Eye of Cthulhu. Cthulhu. Oh, wieso hast du jetzt eigentlich den Baum direkt. Das war keine Absicht, das ist mir auch später aufgefallen, dass das irgendwie scheiße ist, aber. Das ist in unserem Haus. Das ist in unserem Haus. So, und jetzt macht das Kabel dein. Jetzt das Ding, zeig mal. Lass mal hin. Erstmal hochschießen hier. Oh Mann, wie das aussieht, ey. Warte. So, jetzt geht's. Mehr war das nicht.
Aber ich würde die Kohle da rausnehmen, weil die Kohle geht jetzt, weil ich gebe dir die, warte. Weil da geht jetzt einfach die ganze Zeit Kohle weg, obwohl die Energie schon voll ist. Also gibt es denn Eimer-Tangstenohr, was man so abbauen kann und da nichts wirklich rauskommt, außer halt dieses Tangstenohr und einmal kommt da Tangsten raus? Tja, das ist mysteriös. Bestimmt wegen zwei verschiedenen Mods oder so. Aber keine Ahnung. Ja genau, unter Wasser schießt mich das Fucker-Skelett hier ab. Die haben richtig Aimbot. Baut hier die ganze Höhle aus. Alle müssen sie sterben. Alle müssen sterben, wieso das? Warum? Weil ich da bin. Auch schon wieder okay. So Tanks und Scheiß, wir brauchen das, meine Fresse. Hat einer von euch Obsidian? Bisschen, aber wir brauchen es eigentlich sehr, ja, wie viel brauchst du? 4. Ja, komm her. Habt ihr? Ja, ja. Okay, nice. Komme. Ah, ich habe kein Jetpack, ey, ist leer. Fuck, wie komme ich jetzt hier rüber? Zinn, Ohr, Iron, oh, fuck. Zinn, okay. Nee, dich meinte ich nicht. Hä, was? Ich war mit mir selber am Reden gerade, ne? Ja, ich auch. Okay. Weil wir beide gerade Zinn irgendwie. Okay. Achso, ja, bitte warte eine Sekunde, ja? Oh! Okay, warte, wie macht man so eine 60k Kühlzelle noch? Oh, bin ich froh, dass ich diesmal Holz dabei hab. 60k Kühlzelle macht man. Dense Copper. Wollen wir eine 60k gleich machen oder 230er? Was ist besser? 230er, oder? So, Marc, jetzt komm mal zu unserem Haus. Habt ihr wieder? Nee, alles? Ich bin gerade mitten. Ja, wir haben jetzt wieder einen Reaktor. Boah, ich bin bei euch voll schnell irgendwie. Oder lass einfach Pascal helfen. Das ist, weil ich so geil bin. Ja, Pascal, komm mal her, dann bist du schuld, wenn es nicht klappt. Nee. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Ach komm schon, Pascal, so schlimm wird's schon nicht werden. Nee. Dann mach ich's jetzt alleine, Marc, aber auf dein Risiko. Nö, auf deins. Okay, auf unsers. Okay. Also ich übernehme keine Verantwortung, weil wenn es kaputt geht, lache ich dich aus. Ich habe alles dazwischengeschaltet, was da jetzt so zwischengeschaltet werden muss. Wir haben keine einzigen Geräte mehr. Wir haben Reaktor, Kabel, MFE, Kabel, LV-Transformer, Kabel, Geräte. Sollte reichen, oder? Was sagst du? Ja, sollte eigentlich. Fuck, wenn ich jetzt was Falsches sag, fliegt das Ding hoch. Ach, es fliegt auch so hoch, kein Ding. Warte, ich will gerade noch Kabel herstellen. Toll, was machst du, wenn das jetzt explodiert? Ausrasten, du? Was würdest du an meiner Stelle machen? Heust du rum wie ein Mädchen? Ich will sterben. Was hast du denn jetzt gemacht? Nein! Wieso bist du denn in ein fremdes Haus gelaufen? Bist du dumm? Bin ich nicht. Ich bin in den Keller, da wo ich immer meinen gehe. Ja. Und irgendwie wurde das jetzt so gemacht. Jetzt liegen da meine Sachen. Du kommst da nicht mal in den Radius rein. Nein, das stimmt ja auch noch. Und ich weiß nicht, wie man das abschaltet. Ja, mit einem Schalter oder so. Wo nur er drankommt. Also Marc, soll ich das jetzt dran machen, ja? Weil der Schalter wahrscheinlich in der Nähe sein wird. Glasfaserkabel oder übelst isoliertes Gummi? Übelst isoliertes Dingskabel. Ja, Pascal ist gerade ein bisschen verzweifelt. Was meinst du? Übelst isoliertes Bronzekabel, also Kupferkabel oder? Komm, pack Glaskabel rein, wenn es nochmal in die Luft geht, haben wir echt Scheiße gebaut. Okay, kommst du bitte trotzdem kurz her? Ich kann nicht. Wo bist du denn? Ich bin mitten in der Schlucht. Okay, also was mache ich denn? Dual-Uraniumzelle in die Mitte. Nee, nur eine normale Uraniumzelle. Wir brauchen jetzt keine Dual. Okay, eine normale Uraniumzelle in die Mitte. Die Heatvents rechts und links daneben. Okay. Und unter die Heatvents dann halt die Kühler. Sollen wir 4 Kühler gleichzeitig reinmachen für eine einzelne? Nee, ne? Oder warte. Wenn du 4 Kühler hast, dann nimmst du
hast die Uranienzelle in der Mitte und dann oben, unten, links, rechts davon einfach die Kühlzellen. Dann braucht man diese Wand noch nicht. Die kannst du aber dazwischen packen. Dass Nein, aber die, guck mal, das Ding ist, die Kühler, die kühlen nur die Ventilatoren. Die kühlen nicht den Reaktor selbst. Ja, dann brauchst du die Ventilatoren auch. Doch, die Kühler, natürlich kühlen die auch den Reaktor selbst. Ziemlich sicher nicht. Richtig behindert, dass du so eine schwule Sicherung macht. Ich teste das jetzt einfach. Ja, wenn was kaputt geht, ist aber nicht meine Schuld. Guck doch, beobachte das Ding doch einfach. Müssen, wenn Ach die so. Runtergehen, kühlen die auch. Ja, warte, ich muss erst mal gucken, ob. Machen wir es jetzt so. Ich muss erstmal, achso, wir müssen erstmal mit Redstone anschalten überhaupt, ne? Ja, vorher ist da ja gar nichts. Okay, warte, wir haben jetzt hier noch diesen Generator. Zack. Wir brauchen jetzt irgendwas, einen Electronic Furnace. Wie macht man den nochmal? Furnace. Electric Furnace. Normaler Eisenofen, Electronic Circuit. Okay. Und Redstone, das kriegen wir hin, das muss ich noch kurz machen davor. Mann! Du läufst jetzt jedes Mal wieder rein, um zu sterben. Ja, damit meine Sachen nicht despawnen. Ja, wieso? Aber da war. Früher konntest du da immer durchgehen. Ja, das ist einfach nur eine Mining-Höhle. Und irgendwie, weil Keller da irgendwie reingekommen ist oder so, hat der da jetzt was geändert. Ich finde solche Dinger eh assi. Ja, ist auch richtig assi. Voll unnötig. Erstmal Flame. Ja, aber ist auch wirklich unnötig. Ich meine, warum macht man denn sowas? Damit keiner an die Sachen geht. Mann. Hat einer von euch den Skype und der gerade gucken kann oder so? Nö, ich weiß nicht mal, wer das ist. Rock Eddie. Achso. Mann! Will eigentlich nur da runter die Sachen nehmen und dann wieder nach oben. Mal ohne Scheiß, Alter. Wenn gleich meine Sachen wechseln, kann der mir alle wiedergeben. Aus. Bin in der Aufnahme. Was mache ich denn jetzt? Das ist die gute Frage. Iron. Ja, irgendwie muss man die Scheiße doch abstellen können. Ja, irgendwie bestimmt, aber ich kenne mich damit nicht aus. Ich glaube, ich auch so Gummiboots, oder? Womit du keine Stromschläge mehr kriegst. Ey, der Spassi schießt auf mich. So, ich bin jetzt in seinem Haus drin, Alter. Ich suche jetzt diesen Fickschalt. Ah. Nanosuit, Bronze. Mann, ich heul gleich. Ja, Rubberboots. 6 Rubber und 1 Wolle. Sollen wir es mal austesten? Ich weiß noch nicht, ob wir genug Rubber haben. Ohne Scheiß, jetzt gib mir doch meine Sachen wieder! So, wo ist jetzt hier die Schaltschaltung so? Hier ist jetzt dein Haus, ja, ich geh jetzt runter. Ich bin jetzt einfach in seinem Haus drin, ja, hier ist eine schöne Yo-Yo-Meta-Produktion. Wo sind die Schalter? Wahrscheinlich klebt das Ding, klebt der Schalter direkt unter dem Teil. Nee, da kann ich ja selber nicht ausschalten. Doch, ja, er kommt da ja dran. Nein. Ey Junge, wie scheiße ist das, ey? Fabi meinte, da kommt keiner dran. Nicht mal er. Ja, wie wir das dann ausschalten? Eben. Ja, schaltet das ja immer aus, aber ich weiß nicht wo. Wahrscheinlich gibt es Geheimtüren. Geh mal alles ab, ich meine, es gibt nämlich Geheimtüren, oder? Keine Ahnung. Das Schlimme ist ja nicht nur meine ganzen 30 Level, die ich hatte, sind weg, sondern meine ganzen Sachen. So, da, irgendwie da, hinten. Wir haben komplett keinen Kupfer mehr, ne? Alter, Mann! Ich bin gerade am Farmen, aber ich glaube, Kupfer habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Oh, Alter, Rubine kriegst du aber ordentlich hier. Echt? Ja, hast du schon Dias? Was? Ob du schon Dias hast, habe ich gefragt. Nee, habe ich noch nicht gefunden. Ja, ich bin noch nicht so tief. Da unten geht's weiter, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ich glaube, da ist der Ich glaube, da